Hallo ihr Lieben, ich hoffe, man kann auf den Bildern ein bisschen erkennen, was ich machen wollte. Ich habe ein rotes Augen-Make-up für euch geschminkt und ist so ein bisschen herbsttauglich, passt ein bisschen zu diesem Wetter und wird nicht so oft getragen, weil man ein bisschen Angst hat vor dieser knalligen Farbe Rot. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, zoome mich ein bisschen ran und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss! So, fangen wir mal an. Also ein Auge habe ich schon fertig geschminkt. Wir machen jetzt zusammen das andere Auge. Ich habe hier Painterly Paint Pot als Base von MAC, die ich mir komplett aus beweglichem Lid gebe. Und ein bisschen am unteren Wimpernkranz. So, fangen wir an mit den Farben. Ich nehme für das komplette Lid hier von der Naked Palette Naked. Genau, und habe einen so einen fluffigen Pinsel. Ich habe hier den MAC 224. Den nehme ich einmal komplett bis hoch. Aufs ganze Lid. So. Jetzt nehme ich so einen dünnen Pinsel von The Body Shop, beziehungsweise nicht so einen dünnen Pinsel, sondern so einen ziemlich flachen Pinsel, und nehme hier von der Naked Palette einmal Buck auf. Und tupfe das auf die wirkliche Lid. Ich wechsle auch nicht ewig die Pinsel. Ich habe so ein Küchenpapier auf meinem Schoß liegen und streiche immer mit dem Pinsel so ein bisschen drüber. Da muss ich nicht immer 100.000 Pinsel am Tag waschen. Jetzt nehme ich Half Baked von der Naked Palette. Das ist so ein goldener, ziemlich schimmriger Lidschatten, den gebe ich hier in den vorderen Bereich, vordere erste Drittel und hier unten in, wie nennt man das denn hier vorne? Hier vorne halt. So. Da mir das ein bisschen zu schimmrig ist jetzt, nehme ich nochmal Buck, den genau gleichen Pinsel nochmal und gehe nochmal drüber, so ein bisschen aber nur, dass der ein bisschen dunkler wird und nicht so glänzend. Ihr könnt ihn aber auch so lassen, so geschmacksabhängig. Dann habe ich schon mal die Base fertig. Wir fangen jetzt an mit dem Rot. Von der Lenka-Palette, Lenka Cosmetic heißt die. Die hat so eine mega viele Farben in Blau und Grün und Orange, und davon werde ich diesen Rotton hier nehmen. Jetzt nehme ich diesen flachen Pinsel nochmal von The Body Shop. Ich habe den wieder am Küchenpapier hier ein bisschen sauber gemacht und gehe in das Rot rein. Ich klopfe den ein bisschen ab, dass ich nicht das ganze Rot auf meinem Gesicht habe. Und tupfe das auf das bewegliche Lid, ungefähr bis zur Hälfte. Wenn ihr keinen roten Lidschatten habt, könnt ihr auch gerne einen Blush benutzen. Natürlich auch gar kein Problem.
Genau, ich gehe bis zur Hälfte, wenn nicht noch ein Stück weiter vor. Und tupfe den auf mein bewegliches Ding. So. Das sieht jetzt ein bisschen so aus wie Deutschland, ne? Wie die deutsche Flagge. Schwarz, rot, gold. Ich nehme jetzt wieder diesen fluffigen Pinsel von MAC, den 224er, und gehe in das gleiche Rot nochmal rein. Und werde den dann so ein bisschen verblenden. Nicht viel, ein bisschen nehmen und abklopfen. Jetzt verteile ich den ein bisschen in meine Lidfalte. So, jetzt nehme ich einen dunkelbraunen, matten Lidschatten. Ich nehme hier von MAC Showstopper und nehme ihn wieder mit diesem fluffigen Pinsel auf. Den 224er. Vorher habe ich den Pinsel einfach nur nochmal auf dem Küchenkrepp ein bisschen so sauber gemacht. Und ein bisschen abklopfen. So, jetzt kommt der Teil, an dem es nicht mehr so nach Deutschlandflagge aussieht. Wir nehmen jetzt unseren Pinsel und gehen damit so in die Lidfalte. Am besten geradeaus gucken und immer schön blenden und blenden. So könnte man es theoretisch auch lassen, dann ist es etwas rotstichiger. Ich nehme noch ein bisschen von dem Showstopper auf und verteile ihn noch ein bisschen in der Lidfalte. Wenn ihr ein Smoky Eye euch schminkt, dann empfiehlt es sich immer danach, eure Foundation aufzutragen, weil ich habe hier ganz viele Brösel von dem Lidschatten und dann muss ich immer neu den Concealer drauf tun und ja, könnt euch das einfach ersparen, indem ihr dann einfach danach euch komplett schminkt. Ich nehme auch Showstopper mit so einem flachen, ziemlich streng gebundenen Pinsel auf. Ich habe hier einen 212 SE von MAC und gebe ihn mir auf den unteren bzw. unter den unteren Wimpernkranz hier so ein bisschen. Und verblende den wieder mit diesem fluffigen Pinsel. Wir haben es geschafft. Wir nehmen jetzt nochmal von der Naked Palette den Ton. Sin habe ich genommen. Ich nehme den einfach mit dem Finger auf und gebe mir hier unten unter meine Augenbrauen und wische den einfach so ein bisschen. So, jetzt mache ich noch meine Augenbrauen. Übrigens diesen Catrice Stift oder Gel, der ist mir zu hell. Den kann ich leider nicht benutzen. Ich werde ihn meiner Cousine geben. Die hat ganz helle Augenbrauen. Aber mir ist der zu hell. Sieht aus, als hätte ich eine Tonne Make-up auf meinen Augenbrauen. Ist auch nicht schön. Ich nehme hier den von NYX. Diesen Eyebrow Pencil, die Nummer 902 Brown.
Hab den so ein bisschen drauf verteilt, nicht viel. Und nehme jetzt eine Bürste. Ich nehme die, die bei dem Alverde Augenbrauenpinsel dabei ist. Und zwar blende den ein bisschen, damit ich keine harten Kanten in der Augenbraue habe. So, ich werde jetzt eben meinen Lidschatten nachziehen, meine Mascara drauf machen. Blush werde ich drauf machen. Ich werde euch nochmal sagen, was ich genau verwendet habe. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr könnt das auch nachschminken. Wenn ihr keinen, wie gesagt, wenn ihr keinen roten Lidschatten habt, könnt ihr auch gerne einen Blush nehmen und oder aus der Drogerie einen roten Lidschatten besorgen. Ich habe die jetzt aus der Lenka-Palette genommen, die gibt es bei eBay, die habe ich bei eBay damals gekauft. Die ganze Palette hat, glaube ich, an die 20 Euro gekostet und die ist eigentlich ganz gut. Nur, dass man halt nicht so oft diese grellen Farben wie Blau und sowas verwendet, aber ansonsten ist die super. Ist auch gut pigmentiert, ist nur etwas bröselig, also immer schön abklopfen, bevor ihr die auf die Lippen tut. Ich habe mir dazu noch ein schwarzes T-Shirt angezogen. Das von Zara, was ich in meinem Haul gezeigt habe, das mit diesem Lederimitat-Dingern da auf den Seiten. Dann die Jacke von Zara, die schwarze. Die Kette ist von H&M. Die habe ich mir letztes Jahr irgendwann gekauft. Ich habe noch genau den gleichen Nagellack drauf, den ich beim Lookbook anhatte. Das ist Aloha von Dior. Und eine dunkelrote Hose von Primark. Dann habe ich mir hier einen Fischgrätenzopf gemacht. Den Pony ein bisschen auftopiert. Ja, auf den Lippen trage ich die 92 von Kiko. Ist so ein rosa. Man kann auch natürlich ein Rot oder ein Nude dazu tragen. Mit ein bisschen Gloss drauf. Dann habe ich auf den Wangen Ginger, die von MAC drauf. Und ja, das war's eigentlich. Und den Concealer habe ich mir noch nachgezogen. Wenn man das so sagt. Weil ich hatte ziemlich viele so, wie heißen die? Ja, so Brösel von den Lidschatten drauf. Genau. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer schön Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich auf über jedes Kommentar. Und ich verlinke euch noch einen Kanal, der leider gelöscht wurde, in meiner Infobox. Guckt mal bei den beiden Mädels vorbei. Wunderschöne zwei, echt süße Mädels. Leider wurde deren Kanal gelöscht, ich weiß nicht warum. Jetzt müssen sie leider nochmal von vorne anfangen. Und ja, schaut mal bei denen vorbei. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!